Die Dortmunder haben ihren Anstoß. Schöner Pass. Da fällt das erste Tor an diesem Tag. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf und dann setzt er sich durch. Willensstark, das zeichnet ihn einfach aus. Er lässt der Abwehr keine Chance. Der bringt den Steilpass, könnte gefährlich werden. Klasse Aktion. Und mit diesem Treffer ist Borussia Dortmund wieder drin in diesem Spiel. Ausgleich. Schauen wir uns nochmal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und dann hat er wirklich nicht viel Platz. Aber. Anthony Modest. Reus. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Das Tor für die Dortmunder. Wir blicken noch mal kurz auf diesen Treffer. Sie bauen geduldig auf und dann zieht er aus der Mitte Distanz wuchtig ab. Da ist der Torhüter absolut machtlos. Bleibt gefährlich. Mats Hummels. Marco Reus. Oh, da können Sie sich bei ihm bedanken. Mit vollem Einsatz macht er das. Den hat er fast schon geahnt. Da kommt die Ecke. Emre Can. Der Volley. Borussia Dortmund macht das Tor. Ja, die können zunächst klären. Wir sind hier nochmal in der Wiederholung. Aber das ist nicht konsequent genug. Und dann fällt fast als logische Konsequenz doch der Treffer. Außen. Anthony Modest. Emre Can. Male mit der Chance. Tja, das dürfte es nun endgültig gewesen sein. Noch ein Tor, sie legen noch einen drauf. Sie bleiben torhungrig. Und das war es. Da lege ich mich fest. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung. Zunächst der gefährliche Steilpass. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Schlusspfiff, das war's für heute. Sieger des Spiels ist Borussia Dortmund. Das war wirklich eine klasse Leistung heute. Man hat gesehen, was sie drauf haben. Schlicht und ergreifend. Überzeugend. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt. Und das nicht nur wegen der beiden Treffer.